So, hallo meine Hübschen und herzlich willkommen bei Struggle Play. Schön, dass ihr zuschaut. Alter, hat Bernhard mich gerade zu Tode erschreckt, echt. Ich dachte, was geht jetzt? Dann kann ich ja jetzt gehen, ja, dann kannst du ja jetzt gehen und jemand anderen erschrecken, würde ich sagen. What the fuck? Also zur Erklärung für die anderen. Ich habe gerade so mein Stream vorbereitet und dann schreibt Boom, Boop im Chat, wann geht's los? Und ich so, niemand weiß, dass ich heute streame. Das ist kein Streaming-Tag von mir. Das ist nicht die Streaming-Zeit, die ich normalerweise habe. Was ist hier los? Ja, aber der hat wohl geguckt, dass ich bei Stream aber dann online ist. Hier ist eine Fliege. Eine echt nervige Fliege. Und ich bin Pazifist. Ich töte keine Fliegen. Aber ich erwische sie nicht und kann sie nicht rauswerfen. Und deshalb ist sie die ganze Zeit im Zimmer. Und nervt. Also wenn ich nachher so ein bisschen wild um mich schlage, das ist eine Fliege. Nur damit ihr das wisst. Eigentlich wohne ich hier mietfrei. Ja. Oder? Irgendwo in meinem Zimmer hier sind Kameras oder so. Ich weiß ja nicht. Hast du nicht neulich auch so gesagt, ich glaube, wir wohnen gar nicht so weit voneinander weg? Vielleicht versteckt er sich immer im Schrank. Kommt nachts raus, isst mir mein Müsli weg. Und ich verdächtige immer andere Menschen, die das machen, zu Unrecht. Jetzt mach mich nicht gruselig, als es sein muss. Oh, ich glaube, ich habe was gehört. Wieso gucke ich auch so selten in meinen Schrank? Hey ho, Mara. Hallo, Heinz. Und hallo, Nils. Schön, dass ihr zuschaut. Wie geht's euch? Habt ihr denn jetzt alle Wochenende? What's cooking? Good looking. Is it me? Ich weiß es nicht. Ja, ich ändere übrigens mal den Titel. Pass auf. So. Nicht mehr ganz so angry. Anime Farming Income. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe gestern, eine Mail an meinen Chef geschrieben, in dem ich gesagt habe, ja, weil die meinten, ja, wenn ich irgendwo anders mehr arbeiten möchte, dann kann ich das ja von ihnen aus gerne machen. Und dann meinte ich gestern so, Chef, würdest du mir bitte ein Arbeitszeugnis zukommen lassen? Es war schon ein bisschen als Warnschuss auch gedacht. War es schon. Und dann hat mich mein Chef heute angerufen, mit einem etwas besseren Gehaltsstil, mit dem ich tatsächlich auch einverstanden bin. Und er hat sich nochmal entschuldigt und meinte, dass ich da so übergangen wurde. Das fand er auch nicht okay. Ja, also ich hoffe jetzt auf Besserung. Ich hoffe nicht, dass es dann nächste Woche nochmal zum Gespräch kommt, wo er dann wieder sagt, ja, können wir doch nicht machen. Ich hoffe es. So, immer noch Bereitschaft. Also wenn es blöd läuft, muss ich wieder weg. Um Gottes Willen, Nils. Aber wenigstens wirst du gut bezahlt, vermutlich dafür. Hast du mal gesagt, zumindest. Ja, was wollte ich sagen? Wie lange hast du denn Bereitschaft? Du hast irgendwie immer Bereitschaft und bist gerade abends weg. Ist das nicht sehr belastend? Ja, so halt, muss später auf Arbeit. Aber erstmal ja auch noch. Ihr seid so furchtbar. Ich frage mich immer, wo meine Community ist, wenn ich stream. Die arbeitet. Komplett. So, wenn ich das Freund zeige. Guck mal, ich habe echt viele Follower. Und dann so, ja, aber der ist ja keiner im Stream. Okay. Ja, die arbeiten alle. Ja, genau, die arbeiten alle. Da ist die Fliege. Ja, genau, das kauft mir doch keiner ab. Was machst du denn hier? Ich versuche zu streamen, weil gestern ist das Internet leider abgestürzt und meine Farming-Sucht ist noch nicht befriedigt.
Übrigens, gut siehst du heute aus. Dankeschön. Ich finde nicht. Vor allem, ich muss mal wieder meinen Pony schneiden. Das ist zu lang. Und ich kann es gerade nicht mehr so gut frisieren. Deshalb lege ich es auf die Seite, weil ich zu faul bin. Ich bin zu faul, um meinen Pony zu schneiden. Ach ja, und ich gehe nicht zum Friseur, weil Friseur ist arschteuer und ich bin arm. Und die machen das dann immer nicht so, wie ich möchte. Also das Ding ist, ich krieg's auch nicht hundertprozentig so hin, wie ich es möchte, aber dann habe ich es wenigstens selber versaut. Wisst ihr, wie ich meine? Geht ihr oft zum Friseur? Meine Cousinen, die gehen so alle 2-3 Wochen zum Friseur. Das finde ich voll heftig. Das letzte Mal, wo ich beim Friseur war, habe ich, glaube an die 200 Euro gezahlt. Das war vor 8 Jahren. Ich nicht mehr. Ey, das ist ja großartig. Ja. Ja, finde ich auch. Das ist so schön. Finde ich auch. Nicht mehr so pissig. Nicht mehr ganz so pissig. Also das Ding ist, hätten wir den Deal gleich gemacht, wäre ich jetzt echt glücklich. Jetzt ist es so, finde ich voll in Ordnung. Wie gesagt, bin jetzt eigentlich zufrieden. Aber dieser Nachgeschmack bleibt halt. Wisst ihr, wie ich meine? Dieses, okay, ich weiß jetzt, dass sie mich, wenn ich mich nicht wirklich selber wehre, so behandeln. Und das finde ich nicht so schön. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja? Mir auch. Aber der Podcast steht noch. Ich sag doch, ich habe gerade wenig Zeit für einen Podcast. Was soll ich das denn noch machen? Es geht, Bezahlung ist okay, ja. Aber gestern mussten wir da ein bisschen was Größeres reparieren. Was mussten wir denn reparieren? Gib's doch zu, wir sind doch alle nur Bots. Ja, ich glaub's auch. Glaub's auch. Ich weiß nicht mit dem Internet. Doch, ich glaube, Nils war's. Nils, der hat mein Internet, hat der mir weggenommen, um es anderswo zu reparieren. Das war's bestimmt. What the fuck, so oft, das ist so teuer. Und ich zahle nur 25 Euro. Ja, das ist Männchen, Weibchen. Männliche Haarschnitte, weibliche Haarschnitte. Dämliche Haarschnitte, nein. Damenhaarschnitte. Sagt man das noch? Herrenhaarschnitt und Damenhaarschnitt. Sagt man das noch? Ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn ein Mann zum Friseur geht oder wenn eine Frau zum Friseur geht, das ist halt ein großer Unterschied. 200 Euro, ja. Also ich habe mir da auch gegönnt, muss ich sagen. Also das war jetzt nicht nur Spitzenschneiden, es war Pony schneiden, es war Haare kolorieren. Und das Negative ist dann halt auch, du darfst es selber, glaube ich, machen, aber du müsstest dann sagen, halt, stopp, jetzt ist koloriert und kämmen und föhnen, so mache ich alleine. Aber das machen die ja und dann hauen die ja noch 100 Produkte rein und so. Dafür zahlst du ja alles auch. Und ich glaube, bei Männern wird es halt einmal so trocken geschnitten und bei Frauen dann halt nass gemacht, geschnitten, geföhnt, hingelegt. 3000 Conditioner rein. Und so, deshalb ist das teuer. Frage ich mich auch, ja. Und die haben es dann, also ich wollte so einen Farbverlauf, so von rot nach blond unten. Und die haben dann irgendwie so eine Balayage-Technik gemacht, da habe ich gar nicht eingewilligt. Ich wollte halt echt nur so einen Farbverlauf. Und die haben halt dann Strähnchen und Highlights und noch so reingehauen. Also ich saß da auch schon echt lange. Aber das war als ganz anders besprochen. Und dann war es oben so leicht rötlich und unten eigentlich so meine Naturhaarfarbe. Und ich so, Leute, ist es euer Ernst? Da habe ich mich auch gewählt. Da habe ich auch gesagt, also so wirklich zufrieden bin ich jetzt nicht. Und die haben es dann nochmal gemacht. Nochmal. Und sie meinten, das machen sie jetzt von sich aus, wenn ich nicht zufrieden bin. Ja, da müsste ich dann nichts extra mehr zahlen. Aber ja, im Endeffekt waren es dann so 200 Euro, glaube ich. Wie gesagt, vor acht Jahren, da hatten wir noch nicht die Inflation. Ich weiß nicht, was ich jetzt zahlen würde. Ja, diese fehlende Wertschätzung, genau das. Genau das. Nils! Wie kannst du 5-Stream-Serie haben, wenn du gestern gar nicht da warst? Wie geht das? Nils ist ein Zauberer. Wie habe ich jetzt die Stream-Serie geschafft? Ja. Das frage ich mich auch.
Während gestern ein Glasfaserkabel kaputt war im Innsgewerbegebiet. Ja, guck. Guck, mein Glasfaserkabel einfach geklaut und woanders hingelegt. Ich wusste es, ja. Oh my God, if it's the gorgeous eye German lady. Gorgeous eyes? Where are you looking at? I specifically... I know, I'm raging again, Pablo. I'm sorry. But you always hit trigger my points. Really. I really don't like my eyes. I like blue eyes. And my eyes are brown. And I don't forgive God for giving me brown eyes. Especially, I think a woman should have blue eyes. I don't know. I like blue eyes. Like all anime characters that are cool got blue eyes and I have got stupid, ugly, boring brown eyes. Jetzt kennst du dich auf Twitter. Ich bin auf Twitter? Wieso kennst du mich nochmal? Wie wenn er war hier German und. Schlagsahne. Aber ich habe den perfekten Namen. Ich dachte, so ein arm, hungrig und grausam wird sein. Sag mal, ich hoffe, Gideon, du hast eine Liste, wo du dir die alle aufschreibst, die Namen, damit ich die irgendwann nochmal lesen kann. Arm, hungrig und grausam verzweifelt ist ja Tatsache, als das ist ihr Name-Programm. Hi, Mara. Hello, Beta. How are you? The stream. Sind blau-grün auch gut? Ja, natürlich. Ist alles gut, außer braun. Braun ist halt langweilig. Weil 90% der Menschheit hat braune Augen. Und wie gesagt, eigentlich ist mir das voll egal. Von mir aus könnten alle braune Augen haben. Nur ich hätte halt gerne blaue Augen. Mit grün könnte ich auch noch leben. Grau fände ich auch cool, aber ich will nicht braun. Und ich bin ganz, ganz schlecht im Kontaktlinsen einsetzen. Ich kann das nicht. Ich kann das halt überhaupt gar nicht, sonst würde ich es machen. Ich habe mir schon ein paar Mal welche gekauft und es ausprobiert. Und ich habe sie auch so zweimal reingekriegt. Aber nachdem ich sie drin hatte, tat es die ganze Zeit weh. Ich weiß nicht, ob ich sensible Augen habe oder ob der Radius da falsch war oder so. Aber ich habe die ganze Zeit gemerkt und es hat die ganze Zeit gekratzt, so am Auge. Und ich habe es verdammt nochmal nicht mehr rausgekriegt. Das waren Stunden, bis ich die wieder raus hatte, die Kontaktlinsen. Ich habe da so ein Trauma davon, dass ich es eigentlich nicht probieren möchte. Und ich würde doch so gern cosplayen, aber habe ich ja auch kein Geld zu. Und wenn ich cosplayen würde, dann hätte ich ja auch gerne passende Kontaktlinsen. Aber die kann ich nie machen. Weil ich das nicht kann. The shape of your eye, the size and the edges are also admirable. Not only the color. True. True, that's okay. I'm with you. If that my eyes are okay, then it's about to shape. That's fine. But I want another color. Was machst? Geht auch. Ich habe heute auch wieder den teuren Cranberry-Saft gekauft. Geht das auch? Ich hasse diese Deckel, die nicht weggehen. Ich hasse die. Ich mache die trotzdem immer ab. Ich bin aber auch, also ich schraube auch wieder drauf. Also ich habe eigentlich schon immer auf Recycling geachtet. Ich bin langweilt. Ja, ich auch. Willkommen im Club. Und 90% der Menschheit auch. Wie gesagt, das ist mir theoretisch bei anderen gar nicht so wichtig. Aber ich hätte gerne blaue Augen. Oder was anderes als braun. Also am liebsten hätte ich blaue Augen. Aber wie gesagt, grün finde ich auch okay. Grau finde ich auch okay. Schwarz nicht, weil das ist ja ein ganz dunkles Braun dann wieder. Ich habe braune Augen. Tja, willkommen im Club, Gideon. Willkommen. Im Club der Langeweile.
Aber Frauen gibt es auch unterschiedliche Farbtöne, die teilweise echt gut aussehen. Das höre ich öfters. Dem stimme ich nicht zu. Ja, was ich noch okay finde oder besser finde, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn es so schon helle, wirklich ein hellbraun ist. Weil das sieht dann auf Fotos immerhin noch einigermaßen gut aus, finde ich. Aber so dunkelbraune Augen, also ich habe jetzt auch nicht so ganz dunkelbraune, aber so mittelbraun und die wirken eigentlich immer sehr, sehr dunkel auf Fotos. Ja, ich mag das nicht. Gib mir jemand blaue Augen, bitte. Das war auch als Kind, immer wenn man mich so nach drei Wünschen oder so gefragt hat, dann war mein erster Wunsch immer blaue Augen haben, weil Sailor Moon hatte auch blaue Augen. Ich habe halt blau-grün, ja. Angeber, würde ich sagen. Mit bisschen grau, ja. Ja, ich habe eine Cousine. Ich glaube, alle meine Cousinen. Nee, Moment, ich habe vier Cousinen. Eine hat auch braune Augen, aber die anderen drei haben alle blaue Augen. Und die eine, bei der verändert sich die Farbe auch öfters. Wenn du die anguckst, hat die an einem Tag grau, am anderen Tag eher grünlich und dann wieder blau. Wie geht das denn? Und wie cool ist das denn, bitte? The window is giving you a weird shine to your face. Yeah. Made you look like a blushing anime girl, right? Like this? Yeah, I know. It's just, actually, it's such a small thing, but there's so much light going through. Ich habe zu viel Angst, mir Kontaktlinsen reinzumachen. Ja, ich jetzt auch. Same, ich bleib bei meiner Brille. Ja, das Ding ist ja auch, also ich habe ja auch ein bisschen Sehstärke, nicht viel. Aber zum Beispiel sollte ich eigentlich immer beim Autofahren die Brille aufsetzen. Ich habe auch eine Brille im Auto. Wenn ich weite Strecken fahre oder wenn ich merke, ah, ich sehe gerade nicht so gut, dann setze ich das auf. Manchmal vergesse ich es, ist nicht so gut, aber ich habe sie zumindest in meinem Auto. Und ja, also von daher könnte ich zum Beispiel auch blaue Kontaktlinsen mit Sehstärke machen. Aber ja, bringt mir ja nichts, wenn ich sie nicht einsetzen kann. Bin noch ein wenig im Glück, ja, da. Sowieso hat Kontaktlinsen. Der macht die sich ganz einfach rein und raus. Weiß nicht, wie der das macht. Kann neben dir sitzen und sich die Kontaktlinse raus und rein machen. Einfach so, ohne hinzugucken, ohne Spiegel, ohne irgendwas. Weiß nicht, wie der das macht. Diese Deckel nerven einfach und ich raff es nicht. Jeder, den ich kenne, schraubt sie wieder drauf. Die Deckel vom Kontaktlinsen-Ding, oder was? Was am Arsch, wieso geht die denn, wieso? Muss ich das noch mehr begrenzen? Für jeden, der das nicht weiß, dass Was am Arsch ist begrenzt, weil Gideon das immer overused hat. Ich bin heute irgendwie der blau-graue Bandit. Das ist doch auch cool. Auch blau. Wir haben früher immer SingStar gesungen und da gibt es doch ein Mikrofon, das blau ist und ein rotes. Und wir haben immer das blaue blau genannt und das rote hieß dann auch blau. So. Ich habe extrem dunkelbraune Augen, die sind fast schwarz. Ich vermute, dass das liegt an deinem Vater. Wo kommt ihr nochmal her, Gideon? Der war doch. Wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung mehr, von woher der war. Aber aus einem Land, wo man eher dunkelhäutig ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe den Farbwechsel bei den blonden Haaren, die sich je nach Sonneneinstrahlung heller und dunkler. Ich habe das nicht. Meine sind so naturblond. Weil hier sieht es jetzt wieder eher rötlich aus, bisschen. Eigentlich sind sie nicht rötlich, Natur. Also ich färbe sie öfters rötlich, weil ich mag rote Haare. Aber eigentlich sind sie so straßenköderblond. Und die sind im Sommer, also im Hochsommer, sind sie ein bisschen heller. Und ja, in den
Wintermonat, ein bisschen dunkler. Früher war ich strohblond als Kind. Da war ich wirklich richtig hellblond. Aber ja, wenigstens lassen sie sich gut färben. Aha, Clip Dead. What? The Anime Girl Thing? Also, wenn ich meine Brille vergessen, komme ich nicht mehr aus der Wohnung, da ich sonst gegen die Tür renne. Echt? Was für eine Sehstärke hast du? Ich weiß meine gar nicht. Meine sind vor allem verschieden. Ich habe rechts habe ich eine Hornhautverkrümmung. Da ist ein bisschen mehr. Ich glaube, da ist 1,25 und hier ist 0,75 oder so. Weiß nicht genau. Ja, die Flaschendecke, die sind so... Ach so, ja! Ja! Echt unnötig. Schade, ich wollte meine 13,6K Struggle in Wasser. Ja, ganz so. Dauert halt nicht mehr. Habt ihr jetzt echt einen U-Clip gemacht? Okay. Hier. Hey, folks. Hey, Seth. How are you? Welcome to the stream. They just clipped something. Minus 5,4 Dioptrien, minus 4,5. Ist das viel? Es hört sich viel an, aber ich kenne mich nicht aus. Okay, das heißt aber auch, es ist ganz unterschiedlich auf den beiden Augen. Ist das nicht seltsam? Ist das nicht seltsam? Ich muss mir jetzt diesen Clip kurz selber angucken. Moment. Ich kann das nicht so laut machen, sonst hört ihr das im Stream. Wunderbar, wunderschön. Okay. Noch wer ein Leck? Ich weiß nicht, ich habe gerade einen neuen Tab aufgemacht, vielleicht liegt es an mir. Maulwurf trifft auf mich zu. Ich habe auch eine Hornhautverkrümmung. Okay. Ich habe mal gefragt, wie das ist, weil ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil die Hornhaut ist ja schon gekrümmt. Und die meinen, das ist wie so ein Wellblechdach. Also es hat lauter wie eine Sinuskurve, also lauter kleine Wellen drin praktisch. Bei mir auf dem linken minus 2,75 und auf dem rechten minus 3. Die Werte sind aber schon veraltet, also wahrscheinlich sind sie jetzt noch schlechter. Ja, ich sollte glaube auch mal wieder gehen, das nachgucken lassen. So, der Clip, nice blush. Und mein Vater ist in der, was du es nochmal wissen willst. In der, also sorry, in der was? In der, das war's. Hatte ich total verdrängt. Deshalb, ja, ich glaube, da ist es üblich, dass die braune Augen haben. Ich glaube, Shah Rukh Khan hat auch braune Augen. Ist sein Vater Shah Rukh Khan. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, käme es für euch in Frage, die Augen lasern zu lassen? Weil darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber ich habe so Angst. Ich habe so Schiss davor und bei mir geht doch immer alles schief. Bei mir geht doch immer alles schief und nachher bin ich komplett blind. Deshalb, ich traue mich nicht. Traue mich nicht, meine Augen lasern zu lassen. Leider traue ich mich das nicht. So, okay, ja. Ich glaube, ich habe es schon angekündigt. Wir spielen heute nochmal Fields of Mistria. Und wir waren gestern stehen geblieben. Wir haben zwei kleine Küken gekauft. Auf gar keinen Fall. Okay, auch so ein Angsthase. Hab's überlegt, aber ist zu teuer und habe Angst. Wie viel kostet das denn? Ihr seid wie ich. Ihr seid auch so Angsthase. Aber es ist halt schon, es ist halt am Auge. Am Auge. Und ich vertraue Ärzten nicht. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet mal ein Jahr. Aber mit Brille siehst du voll cute aus. Findet ihr? Besser als ohne? Ich kann mich gar nicht sehen mit Brille. Wirklich nicht. Vor allem, da ist auch so, es gibt bestimmt Brillen, die mir besser gefallen würden, aber die kosten halt anstatt 100 Euro halt dann 600 oder so. Ja.
Da bleibe ich bei meiner Brille, ja. Und ich mag Frauen mit Brillen, aha. So, jetzt kommen hier Sachen auf den Tisch. Brillenkink, gibt's das auch? Ich muss gestehen, ich kenne echt viele Kinks. Aber Brillenkink habe ich jetzt noch nicht gelesen, gehört. Aber naja, gibt's mit einem, würde ich sagen. Ja, sie sieht so cute. Sie sieht so cute aus mit Brille. Ihr seid doch alle seltsam. Ich erzähle dir, dass jede Woche eine andere Horrorstory vom Morgen ist. Und wieso? Ich will es doch schon gar nicht machen. Wieso kennst du so viele? Überhaupt. Augen. Allgemein. Ich bin ja sowieso nicht der Fan von Augen. Ma, can I please have $1 billion? I don't know if you can. I don't have them. If I would, I maybe would give them to you. You can have my $10. If you need them. It still feels like a Thursday today, granted. Thank God it's Friday. True. Thank God it's Friday. Ich finde schon, ja, wie gesagt. Und ich finde euch alle seltsam. Ich finde, ihr habt alle keinen Geschmack. So, jetzt wisst ihr es. Ich habe mal zu dem Typ, auf den ich stand, und er wusste das, gesagt, weil er mir gesagt hat, auf wen er steht, so, boah, dein Geschmack ist ja noch schlechter als meine. Und dann hat er gesagt, danke Mara, du hast mich gerade in einem Satz einfach zweifach beleidigt. Und ich so, na hoffentlich. Das war einer meiner proudest Moments. Und das ist ohne Narkose, nur mit Betäubung. Ja, Mann, du musst die Augen offen lassen und du siehst das. Und du riechst das. Du riechst das, wie die dir die Hornhaut verbrennen mit dem Laser. Ich glaube, ich würde sterben. Wirklich. Wieso kann man das nicht ohne Betäubung? Also mit Betäubung machen. Also mit Narkose. Ohne Betäubung mit Narkose. Wieso kann man das nicht in Narkose machen? Verstehe ich. Zwischen 800, das ging ja noch, und 2600 Euro. Pro Aufe. Pro Auge. Also pro Seite. Ja, okay, pro. Wo seid es schon anders? Ich hätte gesagt, so, okay, das geht ja eigentlich. Wenn du dann danach wirklich Ruhe hättest, ging das ja echt noch. Aber pro Auge ist schon heftig. Kein King, ja. Thanks, Mara, you're the best. I try. Wie sad. Was denn? Geschieht ihm recht. Absolut, der hatte das total verdient. Den hasse ich heute noch. Abgrundtief. Ab und zu sehe ich den noch. Ich habe Kasi mal ein Bild gezeigt. Und dann meine Kasi so, Mara, wie alt ist der? 12? Oder 32? Ich gebe zu, das war auf dem Bild nicht so richtig zu erkennen. Und ich so, ja. Jetzt will, was das jetzt will, ne? Anything new happened this week? Yes! Oh my god, Seth! Oh my god, what did you miss? You did miss so much, I guess. Auge um Auge. Was ist das jetzt wieder? Struggle Spiel Day. Oh Gott! Davon habt ihr auch einen Clip gemacht? Das gucke ich nicht an. Das war auch ein Fiebertraum, das Spiel. Obwohl ich es echt cool fand, muss ich sagen. Da gibt es auch noch einen zweiten Teil, den wollte ich auch mal noch spielen. Aber danach brauchte ich erstmal eine Pause nach dem Spiel. Jetzt wollen wir es sehen. Was wollt ihr sehen? Das Bild. Das Ding ist halt, von meiner Seite aus würde ich euch das zeigen, allen. Und wir könnten uns alle drüber lustig machen. Aber ich glaube, das ist nicht so legal. Ich weiß es nicht. Nee, lass mal, ja. Sonst,
Alter, wenn das erlaubt wäre, hätte ich das schon längst gemacht. Mit allen, mit meiner Community. Ja. Ja, Fields of Mystria waren wir eigentlich stehen geblieben. Und Seth, where do I start? I had a really depressing talk with my work. But maybe I'll tell you that in private, because it's actually quite a long story now. It happened a lot. That was quite the interesting game. Totally, totally. Davon habe ich einen Clip gemacht. Ich war dafür verantwortlich, das glaube ich gleich. Oh mein Gott, dann würden wir Maras Typ kennenlernen. Meinen Typ, ich habe tatsächlich nicht so wirklich einen Typ. Ich schalte uns jetzt mal um. Also ich sag mal, so blaue Augen sind Vorteil. Aber nicht muss. Ich war auch schon mit Menschen zusammen, die braune Augen hatten. Die braune Augen haben. Die haben immer noch braune Augen, nachdem sie mit mir zusammen waren. Mein Typ. Kann das echt nicht so beschreiben. Ich würde sagen, ich stehe eher. Geh weg, Fliege. Ich stehe mir so auf, was soll ich sagen, auf jugendlich aussehende. Also eigentlich nicht so auf extrem bärtige, aber ich war auch schon mit bärtigen. Typ ist immer seltsam, finde ich. Ich bin offen. Ich sag's jetzt einmal mal so, ich bin verzweifelt. Bin so zu verzweifelt für den Typ, denke ich. Was willst du von mir? Das da. Okay. Okay. Morgen wird der Vorgarten umgegraben. What? Wegen was? Zwischen 12 und 3. Was? Zwischen 12 und 30. Ja. So ungefähr. Mein Tipp ist weiblich. Ja, meine auch. Zum Beispiel. Aha, Mara steht auf Jüngere. Kommt drauf an. Vermutlich auf nicht so viel Jüngere. Scheiße, ich glaube, hier ist auch ein Moskito irgendwo. Der ist mir gerade das Bein versticht. Cool. Vielleicht sollte ich nicht die Müsli-Schale hier im Zimmer stehen lassen. Wie viel jünger? Nicht so viel jünger. Müssen aber auch noch atmen, ja. Müssen auch noch atmen. Aber ich meine, wenn die jünger sind, dann kann ich ja einfach warten. Weil ich bleibe ja immer 21 und irgendwann werden die ja älter. Du hast gesagt, sie hatten blaue Augen, ja, aber sind sie nicht mehr da. Ja. Ich wusste, dass ihr mir das so auslegt. Cool Goggles. Thank you, Seth. Seth, paying attention to the important things here. Ich kann dir die By the Way Sticks empfehlen. Die tun kurz weh, aber helfen. Wie die heiß werden? So einen habe ich. Die bringen mir überhaupt nichts, außer Schmerzen. Geh weg. Jetzt soll ich mal wieder duschen gehen. Da, Mika und Tux, guck mal, das sind meine Tiere. Man sieht es noch nicht, aber Mika ist, glaube ich, der weiße Hahn wird das. Und Tux ist ein gepunktetes Henne. Eine gepunktete Henne. Den geben wir jetzt. So, da guckt. Haha. Da habt ihr nichts gegessen? Das sind meine ersten Tiere hier. Hattest du nicht ein cutes Date am Valentinstag? Sag mal, doch, hatte ich.
Hatte ich, wobei ich zugeben muss, das war mit einer Freundin. Wir hören es mir wieder einfach mal reichen, nicht ausgenutzt zu werden. Wir brauchen es nicht. Wurdest du denn ausgenutzt? Uhu, hallo Andors. Ja, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschauen. Ja, die heiß werden. Mir hilft es echt. Also wie gesagt, ich habe einen. Benutzt den auch öfters. Aber irgendwie hilft mir das nicht. The Sound of Thunder woke me this morning as well. Und du kannst gar nirgends rein. Du musst hier im Regen stehen. Sounds much like a dragon's call, does it not? Ich weiß das nicht. Ehrlich gesagt, woher soll ich das wissen? Wann werde ich denn hier Level 15? Vermutlich, wenn ich öfters Dinge mache, oder? Oh, wir haben jetzt Tiere. Jetzt können wir vielleicht Sachen machen. Ein extra Hardpoint Increase. Ja, sofort, aber. Okay, wir müssen sparen, damit wir bessere Tiere sorgen können. Ando, hast du schon mal drüber nachgedacht, dir die Augen lasern zu lassen? Wir haben alle zu viel Schiss davor. Was ist mit 5 Jahre jünger? Frag für Studien. Also das Problem ist, wenn wir so anfangen, 5 Jahre jünger, dann müsstet ihr ja abschätzen können, in welchem Alter ich ungefähr bin. Deshalb kann ich euch das nicht sagen. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich bin 21 und ich würde sagen, naja, 5 Jahre ist kein Problem, dann wäre das schon ein bisschen arg kritisch. Würde ich jetzt mal behaupten. Andererseits, wenn ich 45 bin und sagen würde, ja, 5 Jahre, 40-Jähriger, das passt, dann wäre das in Ordnung. Da was really studying that stone lodge at the museum. She said it's a master of camouflage. Now she's camouflaging herself all over the house. Yesterday, she hid in the couch. She gave my parents such a fright. Ich wollte dir eine Blume geben. Hallo, Kindes. Mom said I catch a cold if I play outside. But outside is where the adventures are. Ja, Mann. That is my spirit animal, mein neues. Ich bin halt immer eine Person, die immer so viel gibt und verschenkt. Und leider nutzen das viele aus und bemerke es immer zu spät. Tu das nicht! Tu das nicht. Ich kenne mich. Ich muss mich da auch immer bremsen. Aber tu das nicht, Nils. Es gibt hier keiner zurück. Also tu das. Ich muss anders sagen. Tu das für Menschen, die das für dich auch tun. Das mache ich auch. Aber ja, da muss man echt aufpassen. Hä, du bist doch 21. Ja, also dann ist 5 Jahre schon kritisch, würde ich sagen. Dann wären die 16. Wobei, das ist jetzt legal, oder? Aber trotzdem bin ich dagegen. Still flirting with the dragon, I see. I try my best. But he won't marry me. I used to go to sleep hugging my terrarium, but I kept getting ants in my bed. Okay. Wieso habe ich hier Fliegen? Ich habe gar kein Terrarium. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob es nicht einen größeren Rucksack gibt. Hallo. Was macht man denn bei schlechtem Wetter? Hier. Das wäre doch illegal, wenn sie 21 ist. Nee, ich glaube, jetzt ist ja sogar mit 14, oder? Haben die nicht das, haben die das nicht geändert? Dass du jetzt schon mit 14 so gut wie alles mit jedem machen darfst. Ich finde das furchtbar. Ich will einen größeren Rucksack. Und die haben keinen größeren Rucksack. Mmh.
while we've been, it's been a while. I gave him a lot of work to do, Seth. Naja, mit 17 hast du ein Verständnis, was du willst. Weiß ich nicht. Ich würde auch sagen, da ist jeder anders. Also zum Beispiel ich selber würde jetzt von mir sagen, ich musste halt gezwungenermaßen ziemlich bald erwachsen werden und ich habe nicht wirklich viele dumme Entscheidungen getroffen als Jugendliche. Ich war eigentlich schon relativ anständig und, soll ich das sagen, langweilig und habe eher so die gleiche Sicht gehabt, wie ich jetzt auch noch habe. Aber die Mädels zum Beispiel, die damals schon so, also mit 16 so Ü30-jährige Freunde hatten und so, die sagen alle über sich selber, dass sie damals noch nicht so reif waren jetzt. Wo sie damals dachten, ja, sie sind ja so reif. Von daher weiß nicht. Ich hab dir mal was geschrieben, was ich mal gemacht habe und dann wirst du denken, was für ein Idiot. Es kann sein. Nee, nie drüber nachgedacht. Ohne Brille sehe ich noch hässlicher aus. Wer sagt das denn bitte? Niemand sagt das. Schick mir mal ein Bild, damit ich das beurteilen kann. Als ob. Da brauchst du aber für bestimmte Sachen noch das Einverständnis der Eltern. Ja, wenn du nicht selber emanzipiert bist. Ich glaube, du kannst dich auch emanzipieren lassen von deinen Eltern. Same. Das ist nicht geändert. Das ist nicht neu. Ich dachte, das wäre neu. Dann habe ich mich verrechnet. Meine 40 Jahre. Deutschland hat eine sehr fragwürdige rechtliche Lage. Absolut. Ich bin da absolut dagegen. Wirklich. Ich bin wirklich für Kinder- und Jugendschutz und das finde ich nicht in Ordnung. What? That overgrown lizard doesn't know what he's missing. True! That's arrogant. Stone statue. Willst du uns gerade sagen, dass du immer noch langweilig bist? In der Hinsicht ja. In der Hinsicht, also ich tue wirklich nicht viele dumme Dinge. Die Sachen, die ich mache, sind eigentlich immer sehr überlegt. Von daher, ja, es ist auch, was mich ein bisschen ärgert, tatsächlich. Bei vielen so Freundeskreisen, oder ich hatte ja auch hier mal so eine Streaming-Gruppe, vor ein paar Jahren, das ist schon eine Weile her, und die meinten immer, ja, Mara muss mit irgendwer muss anständig sein, irgendwer muss gucken, dass niemand Dinge anstellt und so. Ist das eigentlich so ein bisschen, weiß nicht, das trifft mich ein bisschen. Dass ich so die erwachsene Spaßbremse bin. What she do to you, man? Think twice if you need a rescue. He does. Ich bin gerade in Subnautica und vor mir ist der Bauplan von Ionenbatterien, aber genau da auch ein Leviathan. Augen zu und durch, würde ich sagen. Du schaffst es schon, Gideon. Ja, ich bin auch ein langweiliger Jugendlicher. Ja, das kommt von der Parentifizierung. Das glaube ich dir sofort, Gideon. Ich bin auch langweilig. Wieso seid ihr alle langweilig? Mara ist die Anständige von uns allen. Ist das so? Oh. Meine Mutter meinte immer, boah, ja, in deinem Alter, ich habe Zeug gemacht. Ja, meine Eltern auch. Meine Eltern, das fand ich immer sehr erschreckend, schon als Kind. Meine Eltern haben immer zu mir gesagt, in deinem Alter, da habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Wo ich mir immer dachte, what? Du machst dir zu viele Gedanken. Und ich so, nein, ihr macht euch viel zu wenig Gedanken. Mara langweilig, wer erzählt denn so einen Scheiß? Alle, Philipp, alle hier. Alle.
Als geben wir mal unser Geld zum Verwalten, dass wir uns nicht so sinnlos Kram kaufen. Tatsächlich kann ich das ziemlich gut. Bin voll knausrig. Und ich habe auch schon auf Geld von anderen Leuten aufgepasst. Ja, könnt ihr theoretisch. Ich leg das dann auf mein Sparbuch und ihr kriegt noch ein paar Cent Zinsen. Die wahnsinnigen 0,03% Zinsen, die es heutzutage gibt. Meine Eltern auch. Oh, yeah. Wir irgendwie alle dieselben Eltern. Another new day, let's make the most of it. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll eigentlich. Hatten wir so ein C, so ein Ziel. Eigentlich Minenkupfer. Rüstung bauen, damit wir weiter in die Minen können. Mara ist der lustigste Mensch, den ich kenne. Der Typ bin weggezogen. So lustig bin ich. Was denn für Geld, ja. Mara Bank. Ich wäre ein echt schlechter Banker, glaube ich. Weil ich meinen Job gut machen würde. Viel Spaß. Ja, nicht mit mir. Dann hat man was, wenn man ja nur was bekommt, wenn Mara es genehmigt. Ja. Ich gebe euch dann immer nur ein Taschengeld. Buttons. So, ich hab's falsch gemacht. Wir wollen doch mit dem Aufzug runter. Irgendwer hat nach Hilfe gerufen, nehme ich hier drin. Und müssen wir doch gucken. Das ist auch so, jemand ruft nach Hilfe. Ah ja, doch, wir können die schon. Aha, Monsterfang. Aha. Da kann man kochen. Will man das kochen? Aber aha. Ich kann die töten. Ich hab's nur nicht versucht. Diese ich hätte gerne eine Spitzhacke, wo man nur noch einmal draufhauen muss. Aber so eine Kupferhacke, die macht dann irgendwie drei Felder weit. Ich weiß nicht. Tatsächlich reichen. Taschengeld? Na, kommt drauf an, wie viel Taschengeld ich dir gebe, falls das meines Jumpsuit. Wir brauchten sowas. Wir brauchten sowas wieder. Ey, das nochmal. Ich will mich nicht beschweren. Vielleicht kommen wir ja. Vielleicht kommen wir nicht so weit runter. Oder wir stellen mit Mana, wir können das ja mal probieren, wenn uns die Ausdauer der geht, mit Mana wieder das Ausdauer herstellen. Kämpfen verbraucht halt auch. Hä? Nee. Ein Angriffsmuster lernen. Keine Angriffsmuster lernen. Ich will nur ein bisschen in den Minen arbeiten. Denn das mit Taschengeld gar nicht schlecht und Einkaufszettel wird von Mara genehmigt. Ich streich dann so alles weg. So, nein, das brauchst du nicht. Das brauchst du auch nicht. Nein. Dafür geben wir kein Geld aus. Wie Sprudel. Du trinkst gefälligst Wasser aus dem Hahn.
Saft? Also Geburtstag oder was? Ich sag's nochmal, ich wäre keine gute Mutter, glaube ich. Ich traue mich nicht weiter und ich weiß nicht, was jetzt das Problem ist. Ich bin davor die ganze Zeit durch das Scheißgebiet durchfahren. Wieso traust du dich denn nicht weiter? Was passiert denn im schlimmsten Fall? Ja, jetzt wäre... Aha! Du hast gesehen. Aber jetzt wäre eine Leiter nach unten. Wäre jetzt mal gut. Zwei Ebenen. Dann schaden wir wieder eine für ihn auf. Ich kaufe halt wirklich zu oft dummes Zeug. Wozu? Ich nicht. Ich verbiete mir dasselbe. Bei mir ist so... Also zum Beispiel... Zum Beispiel brauche ich schon echt lange neue Unterwäsche und Jogginghosen. Einfach lockere Hosen. Weil meine alten so kaputt gehen. Also sowohl Unterwäsche als auch Jogginghosen. Und dann ist das bei mir so, dann sage ich, aber ich kann ja jetzt nicht beides auf einmal kaufen. Und anstatt, dass ich mir dann eines kaufe und das andere vielleicht nächsten Monat oder so, kaufe ich dann gar nichts. Und das geht... Seit Monaten so, weil beides zusammen kaufen wäre ja zu teuer. Aber was sind wir jetzt? Das ist aber noch gar nicht Ebene 20. Faint Whisper Breaks the Silence. Oh je. Hero, the water seal. Ja, erst die Kiste. Gehst du zur Kiste? Tablet has an unknown language inscripted upon it. Aelin might be able to translate the text if you take a rubbing of the tablet to him. Na, denn dafür hätte ich jetzt Papier gebraucht, oder? Nee, machst du das? Okay. Finde ich cool, dass ich jetzt nicht mit Papier nochmal rein muss. The ancient text must hold clues to breaking the seal. Aelin might know more. Ja, cool. Oh, mir gefällt in diesem Spiel, dass alles so ein bisschen mystisch ist. It appears to be a seal of some kind. You can feel a small amount of power trickling through the crack. Doch, wir sind auf Ebene 20. It looks like the claw once held something in its grip. Okay. Aber was? Wieso sagt die Stimme mir nicht, was ich machen muss? Okay, dann suchen wir mal Elend. Er hat von dem 60 Meter Leviathan angekrabst. Okay, ich würde instant sterben, einfach, glaube ich. Instant. Unterwäsche. Oh, no goal. Let's go. Ja, das korreliert einfach mit meinem Verkaufsziel, Unterwäsche zu verkaufen. Das geht ja nicht. Wenn ich mir keine neue leisten kann, machen wir das. Das ist 9, aber ich habe noch so viel Energie jetzt. Aha. Wisst ihr, was auch ein witziges Spiel war? Lost in Blue. Da bist du auf einer Insel. Dann Nintendo 3DS spielt. Also auf einer Insel. Dann ist so. Und dann musstest du auch so primitive Sachen machen. Das fände ich auch cool. Das wäre locker schnell voll. Meint ihr? Ich habe doch schon ein Dreadwife Goal. Ah, das ist hier gar nicht drin. Das sieht man jetzt gar nicht, weil ich es nur zur Konsole gemacht habe und zum Talk. Aha. Was ist das? Perfect Ruby. Wirklich, den muss ich donaten? Mhm. Das tut schon weh jetzt. Okay.
Aber irgendwie wollte ja auch einen Rubin. Muss ich gleich dran denken, dass ich die nicht verkaufe. Hihi. Stonks. What? Do we need a sacrifice? What a sacrifice? What? Was am Arsch? Aber das wäre ja Unterwäsche, dass ich die anziehe. Das meint ihr, wäre schnell voll. Behalt's mal im Hinterkopf. Nein, ich muss ins Bett. Oh, ich darf nicht. Auch noch viel Holz. Ich darf nicht vergessen, meine Hühner jetzt immer zu versorgen. Das nicht, das bauen wir. Ja auch. So, das kann ich. Das war nur ein Scherz. Ja, aber wenn das schnell voll wäre, muss mein Handy mal an den Strom hängen. Blöd, wenn der Kollege versucht anzurufen, weil was ist. Also, sei dem Glück. Alles klar. Das ist bestimmt Bereitschaftsdienst. Noch ein Glasfaserkabel verlegen. Vermutlich. New Reward! Okay, wieso sind wir denn immer noch Stone Rank? Irgendwie das, ja, Holz Rank war schnell voll, aber der Stone Rank, der lässt.